In diesem Vortrag geht es um die Aufklärung, um darum, was sie historisch gewesen ist, wie man sie definieren kann, und es geht darum, wie sie heute aussieht und aussehen könnte. Außerdem geht es um die moderne, also die zeitgenössische Gegenaufklärung und dem, was ich aus der Perspektive meiner Philosophie darunter verstehe. Gelegentlich wird kritisiert, dass ich hier ja nur meine Meinung darstellen würde. Natürlich stelle ich hier meine Meinung dar. Welche Meinung soll ich auch sonst darstellen? Doch wohl nicht die von jemand anderem. Und die Meinungen beziehen sich natürlich auf die Auslegung von bestimmten Fakten. Man kann manche Dinge so oder so deuten. Es gibt natürlich bestimmte Grundtatsachen wie die Gravitation und Naturgesetze, an denen natürlich würde ich nicht zweifeln wollen, gerade das gehört ja auch zur Aufklärung, diese anzuerkennen, aber es gibt auch einen Bereich, wo durchaus viele Auslegungen möglich sind von Einzeltatsachen, und übergeordnet nennt man das Ganze Philosophie. Also man versucht, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und weitere Erkenntnisse und Überlegungen und Erfahrungen zu integrieren in ein gesamtes Ganzes, das die Welt und den Menschen darin versucht zu erklären und auch zu werten. Und das nennt sich eben Philosophie. Und das ist etwas, was natürlich eine größere Rolle spielen wird in dem folgenden Vortrag. Also wenn sich jemand beschweren möchte, dass es kein naturwissenschaftlicher Vortrag ist, das ist kein naturwissenschaftlicher Vortrag und ich behaupte auch nichts dergleichen. Es ist ein philosophischer und historischer Vortrag. So, nun fangen wir am besten gleich einmal an. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Gliederung. Im ersten Teil geht es um die Aufklärung, auch historisch. Dann nenne ich ein paar Beispiele aus der Literatur und aus der Philosophie, was ich für am wichtigsten halte an der historischen Aufklärung. Wieder natürlich eine Wertung könnte man mir vorwerfen, was ich jetzt am wichtigsten halte und andere nicht. Ja, aber so ist das eben in den Geisteswissenschaften. Das ist eben nicht so wie in den Naturwissenschaften, wo man sagt, ja, das sind die Tatsachen, Punkt. Wie soll das gehen? Ich verstehe es nicht. Wir haben verschiedene Historiker, die unterschiedliche Dinge an der Aufklärungsepoche als besonders wichtig oder nicht so wichtig oder als besonders zum Fortschritt beitragend oder nicht bewerten. Wir haben natürlich die Einzelfakten, wir wissen, was in etwa passiert ist, aber wie man das interpretiert, ist doch bis zum gewissen Grad offen. Und natürlich werde ich meine Interpretation, die auch nicht gerade so selten bei anderen vertreten wird, nun vorstellen. Also, ich hoffe, das ist klar geworden, denn da gab es ja einige Nachfragen, kritische Nachfragen, als ich diesen Vortrag gehalten habe vor einem Publikum. Nun, also erstens die Aufklärung historisch und Definition, zweitens die Gegenaufklärung. Und nun, diese Ordnung wird übrigens mitlaufen, da kann man immer nachsehen, wo man sich gerade im Vortrag befindet. Das ist alles enorm praktisch und bequem und ganz erstaunlich gut gemacht. Also da ist man geradezu schockiert, wie brillant ich das alles hier dargestellt habe. Nun, zum ersten Punkt, was ist Aufklärung? Historisch sagt man, das 18. Jahrhundert ist die Epoche der Aufklärung. Es ist also eine ideenhistorische Epoche, so ähnlich wie die Romantik auch oder der Klassizismus, der darauf folgte, beide darauf folgten. Und die berühmten Vertreter, das sind Namen, die sollte man gehört haben. Muss man auch die Philosophie von Immanuel Kant kennen? Naja, es war natürlich eine sehr einflussreiche Philosophie, vielleicht in den Grundzügen sollte man sie kennen. Ob das wirklich so rational ist, ich meine, Immanuel Kant hat natürlich versucht, die christliche Moral in ihren Grundzügen zu retten in das säkulare Zeitalter. Also darunter insbesondere die Idee des Altruismus, dass man sich selbst für andere aufopfern sollte und dass Moral eigentlich nur dann besteht, wenn kein eigener persönlicher Vorteil in den moralischen Taten vorhanden ist. Und das ist nicht unbedingt ganz so rational, wie man vielleicht erwarten könnte, wenn man Kant hört, meiner Meinung nach. Okay, wie auch immer, Immanuel Kant, von ihm werde ich da noch eine Schrift vorstellen, die Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung, die natürlich schon eher rational ist und auch sehr einflussreich gewesen ist. Er hat auch eine Schrift geschrieben namens über den ewigen Frieden, und dort geht es eben darum, dass wir, wenn wir überall liberale Demokratien hätten, dann einen Weltfrieden erreichen könnten. Ist auch sicher nicht so völlig irrational. Dann Christoph Martin Wieland,
Der war ein Literat, ein Schriftsteller. War in Weimar tätig mit Goethe und Schiller, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Dann Voltaire, der französische Religionskritiker und Spötter, Satiriker. Baron d'Holbach, ein früherer Atheist. Ja, das System der Natur geschrieben, ein ziemlich radikaler Angriff auf das Christentum. Und David Hume, die schottische Aufklärung überhaupt, war ziemlich wichtig. Gegensatz zum Schottland heute. Und David Hume war eben ein radikaler Skeptiker. Er meinte, wir wüssten eigentlich gar nicht, ob die Realität überhaupt existiert. Er hat ferner gesagt, wir wüssten ja nicht, ob es wirklich Ursachen und Folgen gäbe. Wir beobachten nur, eine Sache passiert nach der anderen. Und also denken wir, das eine hätte das andere ausgelöst. Nicht unbedingt einmal Aufklärung, wie ich das sehen würde. Aber er hat auch Schriften geschrieben wie On Miracles, wo er argumentiert, dass es eigentlich keine guten Gründe gäbe, überhaupt jemals an Wunder zu glauben, dass es immer alternative Erklärungen gibt, die überzeugender sind. Also wie bei eigentlich fast allen Aufklärern haben wir Schattenseiten und Lichtseiten. Dann Adam Smith, ein früher Ökonom, angeblicher Gründer der freien Marktwirtschaft, was aber auch nicht wirklich stimmt. Die freie Marktwirtschaft hat sich leider, muss man fast sagen, ziemlich unabhängig entwickelt von der Philosophie. Also es waren eben keine Philosophen, die sich das ausgedacht hätten und dann wäre es umgesetzt worden, sondern eher ein Resultat der Schwäche von bestimmten Fürsten oder der Großzügigkeit von bestimmten weltlichen Herrschern, die das einfach zugelassen haben, dass sich die freie Marktwirtschaft entwickeln kann, zum Beispiel in Holland anfänglich, ins Spinozas Holland, dann später in England. Aber die Philosophen sind daran ziemlich unschuldig, was man ihnen ja auch vorwerfen kann. Dann Thomas Paine, eine Art Berufsphilosoph, der in der amerikanischen Revolution tätig gewesen ist, auch in der französischen Revolution. Er hat sogar die amerikanische Revolution mit ausgelöst durch seinen Pamphlet Common Sense, wo er argumentierte, die Kolonien sollten sich trennen vom englischen Mutterland und eine neue Nation gründen. Thomas Jefferson war einer derjenigen, die da natürlich diese neue Nation gegründet haben, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Und dann hätten wir die Bedeutung der historischen Aufklärung. Hier könnte ich natürlich auf tausend Dinge eingehen, geradezu endlose Diskussionen, aber ich sage jetzt nur mal, was im politischen Bereich wohl das Bedeutendste gewesen ist. Die Einführung der parlamentarischen Demokratie in den USA zuerst einmal, wobei natürlich in England so ein bisschen ein Ansatz in der Richtung auch schon da war, das ist klar. Die parlamentarische Demokratie, wir wählen unsere Abgeordneten, die regieren dann und es gibt eine Gewaltenteilung zwischen Judikative, Exekutive, Legislative. Also in essentiell das System, das wir hier natürlich in unserem Land haben. Der liberale Rechtsstaat bedeutet, dass wir alle vor dem Gesetz gleich sind, das heißt auch egal welche Rolle wir spielen in der Gesellschaft oder zu spielen meinen, wenn wir ein Verbrechen begehen, müssen wir gleichermaßen wie alle anderen für dieses bezahlen. Der Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft, heute sehr verschrien in Europa und wir werden die Folgen noch sehen. Das ist allerdings eine Errungenschaft de facto der Aufklärung, nicht einmal so sehr der Philosophie, aber der historischen Epoche 18. Jahrhundert. Die Philosophie, hier könnte man auch wieder tausend Dinge anführen, die wichtig gewesen sind. Ich nehme mal wieder die wichtigsten, und das ist natürlich nicht nur ich, der das für am wichtigsten hält. Die Menschenrechte, eine Idee, die ursprünglich stammt aus der Frührenaissance, aus dem Spätmittelalter sogar schon, gab es erste Ansätze. Und die wurden bereits von dem Dominikanermönch Francisco de Vitoria von der Schule von Salamanca in Spanien durchaus vertreten. Und er argumentierte auch, dass die amerikanischen Ureinwohner Menschenrechte besitzen würden. Das war am Anfang insbesondere das Recht auf Eigentum, Privateigentum, erstaunlicherweise. Das heißt, man hat argumentiert, auch die englischen Leveller zum Beispiel, dass wir ein Eigentum an unserem eigenen Körper und an unserem eigenen Leben hätten. Das heißt, das Recht auf Leben wurde eigentlich abgeleitet aus dem Recht auf Privateigentum, ganz erstaunlich. Und ja, das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr so gesehen. Hier trennt man die voneinander und sagt, Leben ist doch wichtiger als Eigentum. Dann die Herrschaftskritik. Man hat die damaligen Herrscher, die Fürstenkönige und den Adel kritisiert auf eine ziemlich heftige Art, teilweise. Und man hat sich dafür eingesetzt, dass die
dass diese Monarchie abgesetzt wird durch eine liberale Demokratie, jedenfalls die radikalsten in diesem Bereich. Die anderen haben nur argumentiert, dass die Herrscher aufgeklärt und liberal sein sollten, wenn sie mal gerade Lust dazu haben. Dann die Religionskritik. Man kann eine Abwendung vom traditionellen Glauben im 18. Jahrhundert beobachten. Auch natürlich eine Literalisierung, also eine zunehmende Lesefähigkeit bei immer größeren Teilen der Bevölkerung. Man hat immer mehr gelesen, immer mehr Bildung. Ja, der Individualismus war natürlich sehr wichtig. Man hat immer mehr die eigene Person im Gegensatz zur Gruppe in den Vordergrund gerückt. Dann die Säkularisierung, das ist nicht dasselbe wie einfach Ablehnung von Religion, sondern kann durchaus kompatibel sein mit dem religiösen Glauben. Es bedeutet einfach Trennung von Kirche und Staat, die Ausweitung des weltlichen Bereichs, aber nicht die Abschaffung der Religion oder dergleichen Dinge, sondern Trennung von Kirche und Staat in erster Linie. Dann die bürgerliche Emanzipation, das Bürgertum wird immer bedeutsamer. Das wurde jetzt natürlich negativ interpretiert von den Marxisten, die haben gesagt, das Bürgertum sind die neuen Herrscher und das muss gestürzt werden durch das Proletariat. Also quasi zuerst herrschen die Oberschicht, dann die Mittelschicht und die Unterschicht muss eigentlich herrschen. Warum? Das hat auch noch nie jemand erklärt. Aber gemeint ist damit natürlich, dass bürgerliche Werte bedeutend werden. Das heißt, dass man versucht, durch eigene Leistung in der Gesellschaft voranzukommen und nicht durch Geburt und auch nicht durch Geburt in der Unterschicht, was dann die Marxisten für eine Art von Qualifikation gehalten haben. Gott weiß warum. Die friedliche Streitkultur wurde etabliert. Das bedeutet, man hat sich statt Bürgerkriege zu führen, um irgendwelche theologischen Kleinigkeiten, lieber in Salons und Kaffeehäuser gesetzt und gesagt, hey, reden wir mal drüber. Und dann hat man gemerkt, das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Nun zu Immanuel Kant, die Gründerin meiner eigenen Philosophie, Ayn Rand, Begründung des Objektivismus, war der Meinung, dass Immanuel Kant der böseste Mensch aller Zeiten gewesen sei, eben weil er die christliche Moral versucht hat zu retten in die Zeit der Aufklärung und nichtsdestotrotz muss man die Sache natürlich auch differenzierter sehen und sagen, Immanuel Kant hat so viele verschiedene Dinge geschrieben, irgendwo war da auch was Vernünftiges drunter. Dazu gehört sicherlich die Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Und hieraus möchte ich gerne einen kleinen Teil zitieren, der sehr bekannt ist und den man einfach schon mal gehört haben sollte. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Daran hat sich überhaupt nichts verändert. Das ist in der Tat eine ganz zentrale Schrift auch und immerhin hat Kant diese ja verfasst. Also es geht darum, um die Emanzipation des Individuums und darum, dass man selber denkt und nicht andere für sich denken lässt. Dann machen wir gleich mal weiter mit einer weiteren Definition der Aufklärung. Diesmal stammt sie von Christoph Martin Wieland, der weniger bekannt ist außerhalb von Literatenkreisen. Aber er ist jetzt nicht völlig unbekannt. In Weimar zum Beispiel steht eine Statue von ihm immerhin. In Makulatur oder 6 Antworten auf 6 Fragen schrieb er folgendes. Das Licht des Geistes, wovon hier die Rede ist, ist die Erkenntnis des Wahren und Falschen, des Guten und Bösen. Hoffentlich wird jedermann zugeben, dass es ohne diese Erkenntnis ebenso unmöglich ist, die Geschäfte des Geistes recht zu treiben, als es ohne materielles Licht möglich ist, materielle Geschäfte recht zu tun. Die Aufklärung, also so viel Erkenntnis als nötig ist, um das Wahre und Falsche immer und überall unterscheiden zu können, muss sich also über alle Gegenstände ohne Ausnahme ausbreiten, worüber sie sich ausbreiten kann. Das heißt, über alles dem äußeren und inneren Auge sichtbare. Nun sagt er, es wird ja wohl niemand bezweifeln, dass die Unterscheidung von Gut und Böse so notwendig ist wie materielles Licht, um materielle Geschäfte recht zu tun, also um einfach mit einer Lampe da zu sitzen und zu schreiben und dergleichen Dinge. Natürlich bezweifelt das der Chefaufklärer
unserer eigenen Zeit in Deutschland, Michael Schmitz-Hallemann, der geschrieben hat, Gut und Böse existieren ja gar nicht und wir werden ja alle nur determiniert in unseren Handlungen und insofern auch nicht wirklich für diese verantwortlich, wobei man aus rein pragmatischen Gründen die Leute für ihre Taten einfach verantwortlich machen muss. Und natürlich, laut Wieland wäre das jetzt nicht unbedingt Aufklärung gewesen. Und ferner schreibt Wieland, so wird es wohl dabei bleiben müssen, dass jedermann von Sokrates oder Kant bis zum obskursten aller übernatürlich erleuchteten Schneider und Schuster ohne Ausnahme berechtigt ist, die Menschheit aufzuklären, wie er kann, sobald ihn sein guter oder böser Geist dazu treibt. Also jeder darf eigentlich Aufklärung betreiben, er muss sich halt nur die notwendigen Fähigkeiten aneignen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Zu Johann Wolfgang von Goethe, der natürlich Klassizist war, aber eben auch als Aufklärer aktiv. Er hat zum Beispiel Voltaire übersetzt, darunter sein streitbares Theaterstück Mahomet, wo er die Glaubensgründer als Scharlatane darstellt. Also Goethe halb so harmlos, wie er erscheint. Er hat in seinen jungen Jahren das Gedicht Prometheus geschrieben, das sich anlehnt an den griechischen Mythos von dem Titanensohn Prometheus. Dieser gilt, laut einigen Varianten des Mythos sogar als Schöpfer der Menschheit. Laut einigen anderen gilt er als der Verteidiger der Menschheit gegen Zeus insbesondere oder gegen die Götter. Er war derjenige, der den Menschen eine Rolle auf der Welt zugeteilt hat. Und hier nämlich die Rolle als zivilisierte Menschen, die für sich selbst sorgen müssen, essentiell. Denn vorher, laut der griechischen Mythologie, gab es dieses goldene Zeitalter, wo die Menschen einfach zusammen mit den Göttern gespeist haben und nichts arbeiten mussten und einfach die ganze Zeit Party quasi gefeiert haben, ein echtes Studentenleben führten. Dann möchte ich dieses Gedicht vortragen und ein bisschen was dazu erklären, weil es ja gar so gut geeignet ist, um das zu illustrieren, was Aufklärung darstellt. Der Prometheus stellt sich hier also auf die Seite des Menschen, manchmal ist er kaum zu trennen von dem Menschen, und er spricht hier. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, und übe, knabengleich der Disteln köpft dann Eichendich und Bergeshöhen. Mit anderen Worten, Zeus ist ja der griechische Gott, der diese Blitze herumschleudert, diese soll er in die Berge schleudern und die Menschen damit in Ruhe lassen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen, und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Also die Götter beneiden die Menschen um ihr weltliches Dasein und um ihre Errungenschaften hier unten. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Also die Götter überleben eigentlich nur durch die Opfer, die ihnen dargebracht werden, und durch Gebete. Diese werden dargebracht von Kindern, also von Ahnungslosen, und von Bettlern, von den Armen. Und diese sind eben hoffnungsvolle Toren, das heißt, sie sind eigentlich Dummköpfe. Toren heißt Dummköpfe. Ich weiß auch nicht, mein Deutschlehrer hatte mich einmal dafür ermahnt, dass ich das so übersetzt habe. Aber das war natürlich damit gemeint und insofern verstehe ich nicht, warum ich das nicht tun sollte. So sei es drum. Diese Toren sind jedenfalls hoffnungsvoll, will bedeuten, sie hoffen auf ein Leben nach dem Tode und darum verehren sie die Götter. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär, ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir, wieder der Titanen Übermut, wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Mit anderen Worten, die Götter tun im Grunde nichts und der Mensch muss für sich selbst sorgen, und was anderes, das funktioniert auch nicht und bleibt ihm gar nicht übrig. Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Also auch die Götter haben ihre Herren. Wähntest du etwa, ich solle das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitze ich und forme Menschen nach meinem Bilde. Ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Der Mensch also soll die Götter nicht mehr achten, sondern sich selber kümmern. Natürlich ist hier nicht wirklich Zeus gemeint, sondern der christliche Gott. Das hat ja damals niemanden mehr interessiert. Zeus.
Das war eine versteckte und nicht ganz so versteckte Kritik am christlichen Glauben und das wurde ja auch so verstanden. Aber da natürlich Goethe Goethe ist, ist er mit solchen Dingen durchgekommen. Außerdem hat er das natürlich am Anfang nur an seine Freunde verteilt. Dann Schiller war ewig, war ähnlich aufgelegt. Natürlich er ebenfalls Klassizist, ebenfalls ein Vertreter der Werte der Aufklärung. Trotz alledem, er hat sich vom, er war zunächst Christ, er hat sich dann vom christlichen Glauben getrennt. Und das auch nicht zu knapp. Er hat dieses Gedicht verfasst, Resignation von 1786, dem er darüber reflektiert, dass er den Glauben an das Leben nach dem Tod aufgegeben hat. Er war danach eine Art Pantheist. Goethe war, finde ich, müsste man eigentlich sagen, Atheist. Er wollte mit diesen ganzen Dingen eigentlich gar nichts zu tun haben, hatte nichts damit anfangen können. Er hat natürlich christliche Metaphern und dergleichen verwendet. Manche argumentieren deshalb, das Christentum hätte irgendeine Rolle in seinem Denken gespielt. Aber das ist eben Blödsinn so. Also, das kann ich absolut nicht nachvollziehen oder mittragen. Dann Schiller eben, er schrieb über den Glauben an das Leben nach dem Tod, auf das Leben im Himmel. Ein Lügenbild lebendiger Gestalten, die Mumie der Zeit, vom Balsamgeist der Hoffnung in den kalten Behausungen des Grabes hingehalten, das nennt dein Fieberwahn Unsterblichkeit. Also, der Glaube an das Nachleben ist ein Lügenbild, eine Lüge lebendiger Gestalten, eine Lüge von Menschen, die Mumie der Zeit, etwas, das eigentlich tot ist, aber noch künstlich bewahrt wird, vom Balsamgeist der Hoffnung aufrechterhalten, also von der Hoffnung wieder, wie bei Goethe, am Leben erhalten künstlich. Und dann spricht er hier von Fieberwahn, so in Richtung, das ist eine Wahnvorstellung, der Glaube an die Unsterblichkeit. Lernt man nicht unbedingt im Deutschunterricht, habe ich aber im Studium gelernt, also es ist kein Geheimnis. Und jeder kann es natürlich einfach nachschlagen, wer es nicht glaubt. Genieße, wer nicht glauben kann, die Lehre ist ewig wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Das heißt, wenn er natürlich jetzt so blank herausgesagt hätte, das ist alles Quatsch, Punkt, dann wäre das ja keine Kunst gewesen, sein Gedicht. Er muss dann eine gewisse Ausgeglichenheit hineinbringen, das tut er dann hier auch. Und er sagt, man hat zwei Optionen, man kann dieses Leben hier genießen oder man muss da auf den Genuss verzichten und zum Ausgleich bekommt man die Hoffnung, die man ja auch im Diesseits genießen kann, gewissermaßen, und sich dann an der Hoffnung nähren kann, an dieses Nachleben. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, ist da schon etwas deutlicher, also das Weltgericht, die Bösen kommen in die Hölle und die, oder genauer genommen eigentlich die Ungläubigen kommen in die Hölle und die Gläubigen kommen in den Himmel. Und er sagt hier, die Weltgeschichte ist das eigentliche Weltgericht, also das entscheidet sich hier. Hier müsst ihr die Entscheidung treffen und jetzt. Und hier werdet ihr auch die Auswirkungen eurer Entscheidungen tragen müssen, ob ihr nun daran glauben wollt oder nicht. Und wer nun meint, ich fantasiere hier etwas hinein in die Literatur, unsere große Literatur, um eine finstere Agenda zu in die Welt hinauszutragen, der sei einerseits darauf hingewiesen, dass es natürlich überhaupt kein Geheimnis ist und dass niemand irgendwas anderes behauptet oder fast niemand, als dass Schiller natürlich genau das so gemeint hat, wie ich das gesagt habe, oder so ähnlich gemeint hat, wie ich das gesagt habe. Dass Schiller natürlich nicht ein Vorzeigechrist war, der mit der Aufklärung nichts hatte anfangen können. Das kann man nicht ernsthaft behaupten, das wäre absolut lächerlich. Und insofern habe ich aber noch eine weitere Schrift von ihm vorzustellen, für jemanden, der das vielleicht irgendwie bezweifeln möchte. Und auch ansonsten ist die sehr interessant, nämlich etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Urkunde. Und dort reflektiert Schiller, eine philosophische Schrift, über die Ursünde und über die Bedeutung der Ursünde. Dazu muss man wissen, dass natürlich die Bibel als historisches Dokument damals betrachtet wurde, auch von jenen, die nicht alles geglaubt haben, was darin so an Glaubensdogmen vorhanden ist oder hineingelesen wurde. Er glaubte also natürlich, die Erde ist 6000 Jahre alt und die
das Alte Testament berichtet von etwas Historischem. Diese Geschichte mit Adam und Eva hat sich nicht unbedingt direkt so, aber so andeutungsweise zumindest oder metaphorisch bis zu einem gewissen Grade, aber auch historisch zugetragen. Das war eben so eine Übergangsphase, wie man schon erkennen kann, zwischen der kompletten Erkennung, dass die Bibelgeschichten eigentlich Fiktionen waren oder weitgehend Fiktionen waren, von dem eigentlich ursprünglichen Glauben, dass das alles vollkommen wahr ist. Und was interessant ist, ist eben seine Deutung der Ursünde. Die Ursünde ist übrigens das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt, man hat hier versucht, also die Eva hat sich von der bösen Schlange, vom Satan davon dazu verführen lassen, diese Frucht zu essen. Und das war die schlimmste Sünde laut der katholischen Theologie, die es überhaupt je gab. Da hat sich der Mensch von seinem Schöpfer abgewandt. Schiller hat hier eine ganz andere Meinung. Er schreibt, er selbst sollte der Schöpfer seiner Glückseligkeit werden und nur der Anteil, den er daran hätte, sollte den Grad dieser Glückseligkeit bestimmen. Er sollte den Stand der Unschuld, den er jetzt verlor, wieder aufsuchen lernen durch seine Vernunft und als ein freier, vernünftiger Geist dahin zurückkommen, wovon er als Pflanze und als eine Kreatur des Instinkts ausgegangen war. Aus einem Paradies der Unwissenheit und Knechtschaft sollte er sich, wäre es auch nach späten Jahrtausenden, zu einem Paradies der Erkenntnis und der Freiheit hinaufarbeiten, einem solchen nämlich, wo er dem moralischen Gesetze in seiner Brust ebenso unwandelbar gehorchen würde, als er anfangs dem Instinkt gedient hatte, als die Pflanze und die Tiere diesem noch dienen. Man sieht hier also, er deutet das um, er sagt, wir waren im Paradies eigentlich auf einer Ebene mit Pflanzen und Tieren, eine Kreatur des Instinkts, wie er schreibt, und erst durch diese Ursünde haben wir uns aus der Knechtschaft und Unwissenheit hinaus katapultiert, zu einem Paradies der Erkenntnis könnten wir vielleicht noch kommen und zu einem Paradies der Freiheit, nämlich durch den Prozess der Aufklärung. Und er schreibt ferner, für jemanden, der es immer noch bezweifelt, wenn wir also jene Stimme Gottes in Eden, die ihm den Baum der Erkenntnis verbot, in eine Stimme seines Instinkts verwandeln, der ihn von diesem Baum zurückzog, so ist sein vermeintlicher Ungehorsam gegen jenes göttliche Gebot nichts anders als ein Abfall von seinem Instinkt, also erste Äußerung seiner Selbsttätigkeit, erstes Wagestück seiner Vernunft, erster Anfang seines moralischen Daseins. Dieser Abfall des Menschen vom Instinkt, der das moralische Übel zwar in die Schöpfung brachte, aber nur um das moralische Gute darin möglich zu machen, ist ohne Widerspruch die glücklichste und größte Begebenheit in der Menschengeschichte. Von diesem Augenblick her schreibt sich seine Freiheit, hier wurde zu seiner Moralität der erste entfernte Grundstein gelegt. Also die Ursünde ist ohne Widerspruch die glücklichste und größte Begebenheit in der Menschengeschichte. So. Wir haben daher, dass wir jetzt nicht mehr Kreaturen des Instinkts sind, wir haben die Fähigkeit zur moralischen Unterscheidung. Wir sind moralische Akteure, sagen Philosophen, und sagt natürlich Schiller auch schon. Und das bedeutet, wir können uns frei entscheiden für gute oder schlechte Taten. Und daher haben wir auch das Potenzial, uns unsere moralischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, bis wir sie so weit gelernt haben, dass wir zugleich auch eben frei leben können. Und das ist eben eine Art evolutionärer Prozess, der aber durchaus nicht automatisch abläuft, sondern ganz von uns abhängig ist. Kommen wir nun also zu einer philosophischen Schrift oder, naja, zu einem Brief eigentlich, nämlich den Thomas Jefferson, den ich schon erwähnt habe, an John Adams geschrieben hat. John Adams war auch ein Gründungsvater und späterer Präsident. Und in diesem Brief, der wird normalerweise die Natural Aristocracy genannt, auch wenn er natürlich keinen Titel hat, von 1813, da unterscheidet Jefferson zwischen der natürlichen Aristokratie und der künstlichen Aristokratie. Die natürliche Aristokratie beruht auf Tugend und Talenten, die sich im fairen Wettbewerb bewähren, und die künstliche Aristokratie beruht auf Reichtum und Geburt, die sich mit Gewalt durchsetzen. Also die künstliche Aristokratie ist die uns bekannte und die natürliche ist essentiell der freie Bürger. Er sagt nun, dass die natürliche Aristokratie regieren soll. Dafür gibt es freie Wahlen, damit die tugendhaften und talentierten Menschen gewählt werden.
Hat nicht unbedingt funktioniert, aber naja. Es gibt noch andere Argumente für freie Wahlen, zum Beispiel, dass dadurch Kriege verhindert werden, weil nämlich die Bürger ihre Regierung abwählen können, wenn sie damit unzufrieden sind und sie müssen sie nicht immer wieder stürzen. Das ist wahrscheinlich das bessere Argument. Die Regierung soll nun individuelle Rechte, Leben, Freiheit und Eigentum schützen, damit die Menschen ungehindert ihr Glück anstreben können. Es gibt also dort kein Oberhaus im Gegensatz zu dem, was John Adams vorgeschlagen hat. Ein Oberhaus gibt es im englischen Parlament, dort sitzen die Monarchen und so weiter drin. Aber die haben natürlich heute keine sonderliche Macht mehr. Die Religionsfreiheit hat er ebenfalls dazu eingeführt, um jemanden zu entmachten, nämlich den Klerus, schreibt er, und er hat die Gedan und er wollte mit der Religionsfreiheit auch die Gedankenfreiheit etablieren, sodass sich die vernünftigsten Gedanken durchsetzen können, wieder in einem freien Wettbewerb und durch kritische Prüfung. Auch das hat nicht einwandfrei funktioniert, aber immerhin. Dann die Gegenaufklärung heute. Ja, da müsste man natürlich erst einmal eine Frage stellen, nämlich, wie sieht der Stand der Aufklärung eigentlich aus? Sind wir denn schon aufgeklärt hier in Deutschland? Da können wir uns ein paar Statistiken ansehen hierzu. Es gibt hier noch 20% gläubige Christen in etwa. Laut dem Kirchenverständnis, also die an einen persönlichen Gott glauben, die glauben, der Mensch, der Gott ist eine Art von Person, so wie der Mensch eben selbst, so wie ein Spiegelbild nach meinem Bilde erschaffen, sagt er ja. Glaubten aber nur noch 20%. Und 2/3 der Deutschen sind trotzdem Kirchenmitglieder. Da kann man natürlich annehmen, dass sie das aus kulturellen Gründen mitmachen oder aus Bequemlichkeit einfach noch dabei sind. Offensichtlich ja nicht, weil sie das noch so glauben, nicht einmal die absoluten Grundlagen des christlichen Glaubens. Insofern müsste man eigentlich zum Ergebnis kommen, dass wir natürlich schon aufgeklärt sind im Religionsding weitgehend. 13% der Deutschen sind für den Kreationismus. Das bedeutet, Gott hat die Arten, so wie sie heute vorfinden, so wie wir sie heute vorfinden, alle einzeln erschaffen. 25% sind für Intelligent Design, das heißt, dass Gott in den Evolutionsprozess eingegriffen hat, wann immer ihm etwas nicht gepasst hat an diesem Prozess, den er selbst ja eigentlich in Gang brachte. Da hat er offenbar immer wieder mal etwas nachkorrigieren müssen, wie es aussieht, und 25% der Deutschen finden das überzeugend. Okay, da kann man natürlich schon etwas pessimistischer werden, aber auf der anderen Seite ist auch das natürlich lange nicht die Mehrheit. Dann 83% zeigen kein Verständnis für die muslimischen Proteste, für den Karikaturenstreit, wo allerlei westliche Botschaften abgebrannt wurden. Das ist auch eine eher aufgeklärte Haltung. 12% der römisch-katholischen, der freikirchlichen, das sind die Evangelikalen, und der evangelischen Kirchenmitglieder sind für ein Verbot der Homosexualität. Das kann man natürlich nicht aufgeklärt nennen, allerdings sind es halt auch nur 12%. Das sind in anderen Ländern doch sehr viel mehr. Denn 50% der deutschen Muslime sind für ein Verbot der Homosexualität, wieder mal so in etwa. Und das ist natürlich schon eher dann eine unaufgeklärte Bevölkerungssparte hier. Aber 50% sind eben nicht 100%, und in islamischen Ländern ist auch diese Zahl sehr viel höher. 50% der deutschen Muslime sind eher gläubig, 36% sehr stark gläubig. Auch das ist natürlich ein größerer Unterschied zu den Deutschen selbst als zu den übrigen Deutschen selbst. Dann 20 bis 40% der Deutschen glauben an Wahrsager, Wunderheiler, Astrologie und Glücksbringer. Und ja, auch das wieder eigentlich nicht wirklich die Mehrheit. Und diese Zahlen, falls es jemanden interessiert, sind von FOWID, Forschungsgruppe Weltanschauungen. Und da meinte jemand, ich soll diese Zahlen groß diskutieren und hinterfragen. Ich habe sie natürlich hinterfragt und verglichen mit anderen Zahlen, das stimmt schon so in etwa. Der Punkt ist natürlich, ich habe jetzt nicht die Zeit, jede einzelne Studie alleine durchzugehen, aber wen es interessiert und wer das bezweifelt, viel Spaß damit, und man kann es ja alles nachprüfen. Dann sehen wir also in Religionsdingen, meiner Meinung nach, sind wir eigentlich weitgehend aufgeklärt. Es gibt natürlich jemanden, der sieht das ganz anders, nämlich Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung, und er schreibt: Wir leben in einer Zeit der Ungleichzeitigkeit. Während wir technologisch im 21. Jahrhundert stehen, sind unsere Weltbilder mehrheitlich noch von jahrtausendealten Mythen geprägt,
Diese Kombination von höchstem technischen Know-how und naivstem Kinderglauben könnte auf Dauer fatale Konsequenzen haben. So wie er ja auch schreibt in seiner Streitschrift, keine Macht den Doofen, wir sind eigentlich bekloppt, wir haben einen Kinderglauben noch immer zugleich, wo wir doch höchstes technisches Know-how haben. Ich finde, man müsste da schon etwas mehr unterscheiden. Wir in Deutschland sind natürlich nicht gar so bekloppt in dieser Hinsicht, sondern wir sind weitgehend aufgeklärt in Religionsdingen, das habe ich ja gerade dargestellt. Und dieses technische Know-how läuft in etwa parallel mit einer relativ aufgeklärten Haltung und nicht mit diesem naivsten Kinderglauben. Allerdings stimmt das natürlich nicht in der islamischen Welt, wo allerdings auch nicht viel an technischem Know-how produziert wird und auch nicht viel Bildung. Das wird allerdings importiert und insofern haben wir hier eine Kultur, die zugleich sehr ungebildet ist und zugleich aber über gewisse technische Dinge, insbesondere natürlich moderne Waffen, verfügt. Das könnte man dann schon eher sagen und es fällt natürlich auch immer mal wieder auf, so am Rande, wenn mal gerade wieder was in die Luft fliegt. So. Also wie schon gesagt, da müsste man doch etwas mehr differenzieren. Nicht, dass ich der größte Freund der Differenzierung wäre. Dann Ayn Rand. Ayn Rand ist eben die Gründerin meiner Philosophie des Objektivismus und sie hat das etwas anders gesehen, aber auch etwas Ähnliches formuliert. Sie sagte, heute sind wir Zeuge eines grausamen Spektakels. Eine wunderbare wissenschaftliche Zivilisation, die von der Moral einer prähistorischen Barbarei dominiert wird. Sie spricht hier also die Moral an, damit meinte sie den Altruismus, die Aufopferung von sich selbst für andere. Und das hat sie kritisiert und deshalb, wie schon gesagt, Kant war ihr ja größter Feind hier, Erzfeind. Das ist also etwas, was sie für sehr unaufgeklärt hält. Und außerdem, dieses Land mit seiner großartigen wissenschaftlichen und technologischen Macht, die USA, ist im Vakuum eines vorintellektuellen Zeitalters verloren, wie die umherziehenden Horden des Mittelalters. Also es gibt in der Tat diese Ungleichzeitigkeit, aber diese bezieht sich nicht einfach nur oder überhaupt auch nur sehr auf Religion. Sogar in den USA de facto gibt es ja eigentlich kaum echte Fundamentalisten. Wenn es da echte Fundamentalisten gäbe, die die Bibel wörtlich auslegen und darunter das Alte Testament, dann würden sie ja aufmüpfige Kinder zu Tode steinigen. Da kann man fragen, wie oft ist es eigentlich schon vorgekommen in den USA, dass Eltern ihre aufmüpfigen Kinder zu Tode gesteinigt hätten? Oder wer hält sich eigentlich wirklich an diese ganzen Nahrungsgebote und dergleichen Dinge im Alten Testament? Das macht doch fast niemand. Also echte Fundamentalisten gibt es auch dort eigentlich wenig. Das wird ein bisschen aufgebauscht. Das stimmt so einfach nicht. Und stimmt aber schon in anderen Teilen der Welt, insbesondere natürlich in der islamischen Welt. So, dann, was ist die Aufklärung heute eigentlich? Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Wer hätte das gedacht? Es ist eben keine einfache Frage von Fakten, sondern auch eine Frage von gewissen Auslegungen von Fakten. Ich war natürlich vorher mit im Boot bei der Giordano Bruno Stiftung und deren Deutung der Welt, naja, nicht vollkommen. Ich war von Anfang an eigentlich zum Beispiel für den Irak-Einsatz, den Irak-Krieg und natürlich Michael Schmitz-Salomon nicht und diverse andere Kleinigkeiten. Das hat sich aber immer weiter voneinander wegentwickelt. Und je mehr ich auch erfahren habe und je mehr ich dazugelernt habe, teile ich jetzt eine andere Philosophie, die eben Objektivismus heißt. Das ist eine Philosophie für das Leben auf Erden, will also heißen, eine, die ohne metaphysische Spekulationen auskommt, die allzu weit gehen würden, wie etwa Kants nominale Welt. Also, dass es hier eine Welt gäbe, dass wir die wahre Wirklichkeit gar nicht erkennen könnten, sondern eben nur das, was wir mit unseren Sinnen unmittelbar erkennen könnten. Empiristisch quasi. Und so Hegel hat auch etwas Ähnliches gesagt. Es gibt diese Welt der Ideen, nämlich Hegels Ideen.
Das sind gar keine. Das ist eigentlich nicht wirklich definierbar, was das überhaupt sein soll, aber es ist halt irgendwie die wahre Wirklichkeit und nicht das, was wir hier so alt naiv annehmen, dass die Wirklichkeit wäre. Das hätte er natürlich dann schon ein bisschen beweisen müssen, aber da hat er sich vielleicht etwas schwerer getan. Auf jeden Fall, der Objektivismus kommt ohne diese Dinge aus. Er wurde von Ayn Rand entwickelt, die 1905 bis 82 lebte. Sie wird von Linken angefeindet, wie keine andere Person jemals angefeindet worden ist. Es ist ganz gut möglich, wenn man überhaupt schon mal was von ihr gehört hat, dass es was Negatives war, dass sie irgendwie die Armen hasste und die Armen vernichten wollte und von Parasiten sprach. All diese Dinge kann man alles in die Tonne kippen, ist einfach nicht wahr. Was sie tatsächlich gesagt hat, ist im Kern, dass wir niemanden für uns selbst aufopfern sollten. Sie war also gegen das, was wir allgemeinen Egoismus nennen oder rücksichtslosen Egoismus. Wir sollten aber auch nicht uns selbst für andere aufopfern. Der Grund ist, weil der Mensch ein Wert an sich ist. Der Mensch ist also nicht jemand, der sich darüber definiert, für andere tätig zu sein. Also er ist kein Sklave, sondern er ist ein Wert an sich. Sein Leben ist ein Wert an sich. Das ist natürlich furchtbare Gedanke, offenbar für Linke. Ich kann daraus kein nichts anderes schlussfolgern, wenn man sich ihre giftigen Attacken ansieht. Das kann doch nicht wahr sein. Der Mensch kann doch kein Wert an sich sein. Er muss doch ein Wert sein für das Kollektiv, für irgendeine Gruppe, in diesem Fall natürlich für entweder die Partei oder das Proletariat, für die ganz alten Linken, für was auch immer, die Gutmenschen. Aber der Mensch ist bestimmt kein Wert an sich, der seine eigenen Entscheidungen treffen dürfte. Er ist für andere da und muss sich für andere aufopfern. Ja, das ist natürlich der absolute moralische Bankrott aus meiner Sicht. Dann in den USA war diese Philosophie sehr erfolgreich, ist immer noch durchaus vertreten. 25 Millionen ihrer Bücher wurden verkauft, natürlich wieder vor allem in den USA. Und insofern hat das schon eine Verbreitung, die natürlich erheblich viel gewaltig größer ist als die der Giordano-Bruno-Stiftung. Dann bekannt wurde sie in unserer Zeit und den deutschen Interessenten vielleicht vor allem durch den Ego-Shooter Bioshock, der ja eine Dystopie darstellt, die angeblich aus dem Objektivismus folgen würde. Das heißt, da laufen allerlei Mutanten herum, die man abschießen muss in dieser Welt, die angeblich aus dem Ruder gelaufen ist und die ursprünglich auf objektivistischen Prinzipien beruht hat, ist irgendwie abgedreht, nicht wirklich gut argumentiert, wie man jetzt dazu kommt. Die Idee war offenbar, dass die Menschen zu irrational wären, um sie für sich selbst zu sorgen und deshalb würden sie sich genetisch updaten, so sehr, bis sie irgendwann Mutanten sind. Aber warum jemand sowas machen sollte, oder zumindest allzu viele Leute, erschließt sich mir einfach nicht. Kann man die Philosophie in vier Teile aufteilen: die Metaphysik, die Epistemologie, die Ethik und die Politik. Das gilt generell, unabhängig von dieser speziellen Auslegung. Die Metaphysik befasst sich mit den großen Fragen, also was ist die Rolle des Menschen? Ist er ein gefallener Sünder? Ist er vollkommen? Ist er von Natur aus gut, wie Rousseau sagte? Rousseau auch eigentlich ein Gegenaufklärer. Oder muss er eben an sich selbst arbeiten? Und das sagen natürlich moderate Konservative auch, die sagen, er ist zwar gefallen und sündig und so weiter, neigt zwar dazu, Sünden zu begehen, aber er muss eben effektiv das vermeiden, er muss darüber nachdenken und an sich arbeiten. Und die Aufklärer sagen sowas Ähnliches, nur dass der Mensch von Natur aus, also jedenfalls in Anlehnung an John Locke, ein Tabula rasa ist, ein unbeschriebenes Blatt, das heißt, er kann sich so entwickeln, dass er rücksichtslos ist und andere ausbeutet. Er kann aber auch sich ganz und gar anders entwickeln, das ist quasi offen. Und was jetzt diese tiefen Fragen angeht, so geht der Objektivismus von der objektiven Realität aus. Er sagt, die Welt ist, wie sie ist, die Existenz existiert. Und es gibt natürlich Philosophen, die sehen das anders.
Dann die Epistemologie ist die Erkenntnistheorie. Sie stellt die Frage, wie können wir die Realität eigentlich erkennen? Und hier gibt sie die Antwort durch die Vernunft. Vernunft bedeutet die Identifikation und Integration von Sinneseindrücken. Das heißt, man unterscheidet, was man sehen kann. Man nennt das eine vielleicht Schrank und das andere Stuhl. Und dann integriert man sein Wissen und verknüpft es logisch miteinander. Man denkt nach, kurz gesagt. Und wie man sieht, ist da der Empirismus ja bereits schon mit drin. Also die Erkenntnis, die Sinneseindrücke sind hier in der Vernunft, in der Definition bereits mit eingeschlossen. Es gibt also kein Auseinanderdriften von Rationalismus und Empirismus laut dem Objektivismus, um mich hier jetzt total zu verwirren, sondern die Logik und die Beobachtung gehören zusammen. Und das Ding nennt man dann Vernunft. Nun zur Ethik. Wir gehen hier von einem rationalen Eigeninteresse aus, wie schon erwähnt. Das heißt nicht Ausbeutung von anderen, das heißt nicht Rücksichtslosigkeit, sondern es heißt eben rationales Eigeninteresse. Und rational ist es, andere fair zu behandeln, in einen fairen Austausch zu treten. Rational wäre es aber auch nicht, sich für andere aufzuopfern und hier das in Anführungszeichen Mutter Teresa Leben zu leben. Das hätte Ayn Rand in der Tat für eigentlich unethisch gehalten. Aber das ist natürlich wieder eine Geschichte für sich hier. Dann Politik wäre der Kapitalismus, der wird definiert als ein Gesellschaftssystem, wo die Grundrechte Leben, Freiheit, Eigentum anerkannt werden. Das ist nicht nur eine ökonomische Form des Zusammenlebens, sondern gehört zum philosophischen Gebiet der Politik dazu. Und damit wäre das zusammengefasst, was der Objektivismus darstellt. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Es gibt Bücher, so eigentlich nicht einmal unähnlich, zum Christentum, zu allen möglichen Themen. Es gibt sogar ein Buch über objektivistische Sexualität oder zur Außenpolitik, zum Thema Krieg aus Sicht des Objektivismus. Es gibt alles Mögliche. Der Vorteil ist, dass alles logisch miteinander verknüpft ist und eben aus dieser Philosophie hervorgeht. Das ist enorm faszinierend eigentlich. Und im Gegensatz natürlich zum Christentum sind das keine willkürlichen Annahmen. Und ich denke, das hat man schon erraten können. Nun also zur Gegenaufklärung endlich. Und zwar zu der heute wirklich einflussreichen Gegenaufklärung im Westen und nicht zum religiösen Glauben, der eben nicht mehr diesen großen Einfluss hat hier. Gegensatz, wie schon gesagt, zur islamischen Welt. Dort müsste man eigentlich Aufklärung der traditionellen Art betreiben. Hier leider gibt es säkulare Religionen. Das wird ja oft auch von Christen der Vorwurf erhoben, dass wer an Gott nicht glaubt, der glaubt an alles. Und das Ganze ist natürlich erheblich komplizierter, aber sagen wir einmal, wer natürlich keine Weltanschauung hat, die ihm vorgibt, was er zu glauben hat und was nicht, der ist eben offener dafür, all diese anderen Dinge noch dazu zu glauben. Das hat Vorteile und Nachteile, offen zu sein. Das ergibt vielleicht mehr Sinn. Und nun kommen wir zum ersten Teil, was die Gegenaufklärung heute im Westen ist. Auch der Islam ist ja eher eigentlich importiert, sonst hätte ich den noch mit reingenommen. Der passt aber eigentlich nicht zu unserer Kultur. Er ist einfach nicht daraus hervorgegangen. Es ist nicht typisch dafür. Und insofern, was aber ganz typisch dafür ist, für unsere Kultur, ist der Relativismus, der besagt in seiner radikalen Variante, alle Kulturen wären gleich gut, individuelle Menschen wären auch gleich gut und es müsse eine Art universellen Respekt geben, also jeden zu respektieren. Man kann natürlich sagen, wir haben jeden zu respektieren, so als Mensch, so grundsätzlich erst einmal ihm mit einem offenen Haltung begegnen. Vielleicht ist er ja in Ordnung. Aber andererseits, auch das
wenn man sich's überlegt, wenn hier jemand mit einer Waffe auf mich zurennt oder so etwas und sagt Geld oder Leben, dann kann ich eigentlich gleich von Anfang an sehen, dass er keinen Respekt verdient und da brauche ich keine 5 Minuten Respektsphase. Also bitte, schwer nachzuvollziehen, aber das sind eben diese grundsätzlichen Regeln, das muss man ja nicht irrational meinen, das kann auch Sinn ergeben. Was jetzt aber diese Ideologie des Kulturrelativismus angeht, so hatte ich da schon einige Einwände. Die Menschen sind gleich, aber nur von Gesetz. Wir sind natürlich vor dem Gesetz, also wir sind individuell unterschiedlich. Wir haben ja unterschiedliche Neigungen, Talente, Interessen. Das kann man schwer bezweifeln. Hat wieder jemand gesagt, warum beweist du das nicht? Also wollt ihr mich verarschen? Dass, wie viel offensichtlicher kannst du noch sein? Ich kann doch nicht das auch noch beweisen müssen. Jeder, der schon mal ein paar Sekunden oder Minuten auf diesem Planeten verbracht hat, dem wird doch wohl hoffentlich aufgefallen sein, dass die Menschen individuell unterschiedlich sind. Also, ferner würde ich sagen, Individuen, die die Rechte anderer achten, sind auch besser als Kriminelle. Wenn wir sie bewerten ethisch, müssten wir sie doch als besser bewerten als jemanden, der uns ausraubt oder umbringt. Auch das finde ich ziemlich offensichtlich, aber naja. Dann Menschen, die ihre rationalen Werte leben, die sind auch besser als Heuchler oder Menschen ohne Werte. Vergleich Joachim Gauck und Christian Wulff. Dann die westliche liberale Kultur ist allen anderen überlegen. Und der Grund ist, weil wir die lebensnotwendigen Grundrechte hier garantieren und in anderen Ländern sind sie nicht garantiert. Zum Beispiel in Nordkorea, dort sind alle Sklaven von der Führerschicht. Und insofern sind sie da auch die ganze Zeit am Verhungern. Auch das sollte ich doch bitte auch noch beweisen. Also, gut, wie soll ich beweisen, dass ein Land, in dem die Menschenrechte garantiert werden, besser ist als Nordkorea? Schauen wir uns einfach mal an, wie die Unterschiede bestehen und wie sich die Menschen in diesen Ländern verhalten und verhalten müssen. Wo kann man eher Mensch sein? Im Westen gibt es doch Wohlstand für alle und wir haben eine friedliche Konfliktlösung. Und wenn wir uns diese Diktaturen ansehen, die drohen immer zu mit Gewalt und setzen sie auch ein. Man kann so nicht zusammenleben. Und in der islamischen Welt zum Beispiel haben wir ständig Glaubenskriege zwischen Schiiten und Sunniten. Wir haben ständig Phänomene, dass es Zwangsheiraten gibt und wer sich nicht an die Regeln hält, der wird eben bedroht und im Extremfall da natürlich auch umgebracht. Das muss gar nicht so häufig vorkommen. Es gibt jene, die weisen darauf hin, das kommt ja nicht so häufig vor. Natürlich kommt es nicht so häufig vor, weil es nicht notwendig ist so häufig. Die meisten halten sich an die Regeln, weil die glaubhafte Drohung besteht, wenn du nicht diesen hässlichen Cousin heiratest, dann werden wir dich eben umbringen. Ich finde, das ist irgendwie... Wie kann man sowas sagen? Wie kann man sagen, so oft kommt das doch gar nicht vor, dass jemand tatsächlich umgebracht wird? Klar, es geht ja um Unterdrückung. Es geht ja nicht darum, um maschinelles Morden. Es geht darum, diese Unterdrückungsmechanismen durchzusetzen mit Gewalt und mit der glaubhaften Androhung von Gewalt. Möchte man lieber jemanden heiraten müssen, den man nicht heiraten will, oder möchte man das lieber frei entscheiden? Also für mich ist das ein No-Brainer und ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie jemand irgendwas anderes sagen kann. Wie kann denn jemand sagen, nein, es ist gut, dass wir jemanden heiraten müssen, den wir nicht leiden können? Wie kann das jemand sagen? Wie können die mir zu mir kommen und sagen, warum beweist du das nicht? Was gibt es da zu beweisen? Also es ist schon schwer. Also wenn man natürlich erst einmal diese Grundannahme hat, alle Kulturen sind gleich gut, dann dagegen noch anzukommen, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt Sinn ergibt, damit jemanden noch zu diskutieren, der das ernsthaft dieser Meinung ist. Der Mensch ist ein rationales Wesen, das selbst Entscheidungen trifft und wenn man versucht, ihm seiner grundsätzlichen Natur zu berauben, dann funktioniert er in Anführungszeichen nicht richtig und lebt kein glückliches Leben. Und insofern, ja, da ist eigentlich jede Diskussion wirklich noch überflüssig. Ich meine, es gibt ja wirklich in diesem akademischen Bereich Leute, die schreiben Essays über die missverstandene Tradition der Hexenverbrennung in Zentralafrika.
Wir verstehen gar nicht, dass hier die Bevölkerung sich quasi selbst kontrolliert und dass sie nicht irgendwie, was weiß ich, zu groß wird zum Beispiel oder dass hier die Regeln eingehalten werden. Da muss man eben hin und wieder mal Menschen verbrennen. Das mögen wir nicht zur Hand haben, aber wer sind wir, dass wir hier urteilen über Menschen, die das anders sehen? Also, da ist echt was schiefgelaufen. Aber nicht zu wenig. Das ist eben die Frage, ob das überhaupt noch, ob es da überhaupt noch darum geht, eine rationale Diskussion zu führen, oder ob das vielleicht damit gar nichts mehr zu tun hat. Ob da jemand sagt, meinetwegen, die Azteken, die haben massenhaft Menschen geopfert, tausende Menschen, damit die Sonne am nächsten Tag aufgeht. Haben sie auf den Altar gelegt und ihnen das Herz herausgerissen, während es noch geschlagen hat, und haben dann die Leichen hinuntergekickt, ihre Pyramide. Und das haben sie täglich gemacht und bei bestimmten Festen haben sie es noch einmal sehr viel häufiger gemacht. Da gibt's, habe ich auch schon einen Essay gelesen, der hat das verteidigt, der meinte, das ist kein Witz hier, der meinte, dass die Azteken angewiesen gewesen wären darauf, Menschen zu essen, diese Menschen, die sie geopfert haben, weil sie in der Gegend nicht genügend Eiweiße vorfinden konnten, in den Pflanzen, die da wuchsen, und in den Tieren. Also mussten sie quasi Menschen essen und Menschen opfern. Das ist ja mal Rationalisierung hoch 10, kann ich darauf nur antworten. Das ist einfach völliger Blödsinn. Natürlich hätten sie auch einfach Tiere essen können, aber einfach Menschen zu opfern. Es ist ja jetzt auch nicht universell in der Region eigentlich verbreitet. Also wie kommt man auf sowas zu schreiben? Wie kommt man dazu, sowas zu schreiben? Da ist doch echt was schiefgelaufen. Aber es ist wirklich unsere Kultur, die sich gerade selbst ins Grab spinnt. Also da kann ich nichts mehr. Ich meine, wer es nicht verstehen will, der will es nicht verstehen, was ich jetzt dazu sagen soll. Ja, wir sind eigentlich geradezu darauf angewiesen, dass die Leute heutzutage nicht mehr auf Intellektuelle hören, aber leider sehe ich da schwarz. Nun kommen wir zu einem weiteren Phänomen der Gegenaufklärung, der nationale und internationale Sozialismus. Natürlich als Ideologien sind sie weitgehend besiegt. Wenn jemand sagt, ich bin Nazi oder so, dann will ja keiner mehr was von ihm hören. Und wenn er sagt, ich bin Kommunist, dann will es auch keiner mehr hören. Aber wenn jemand sagt, ich bin Kulturrelativist oder ich meine es ja gut und wir müssen hier die Umwelt schützen, dann klingt das schon alles viel besser. Der Kollektivismus besagt, du bist nichts, deine Gruppe ist alles. Was die Gruppe ist, ist ziemlich egal. Das kann man, war früher natürlich der Stamm. Da hat man gesagt, du spielst bei uns mit oder wir opfern dich unserem Sonnengott. Und danach hat man eben gesagt, du gehörst jetzt zum Proletariat und du spielst nach unseren Regeln und ansonsten hast du eben erschossen. Oder du gehörst zu den arischen Deutschen und wenn nicht, dann wirst du halt erschossen. Ist ziemlich egal eigentlich. Das ist alles dasselbe Ding und der Name lautet Kollektivismus. Laut dieser Ideologie darf die Regierung die Grundrechte Leben, Freiheit, Eigentum verletzen, weil der Mensch kein Wert an sich ist, demnach. Wie schon gesagt, Eigentum wird hier herabgesetzt als ein Wert. Das ist ziemlich clever eigentlich. Wie schon erwähnt, war das Privateigentum ursprünglich die Grundlage für die Definition der Menschenrechte. Man hat gesagt, man hat ein Eigentum an seinem eigenen Leben und an seinem eigenen Körper und an den Produkten, die man damit herstellt. Auch mit seinem eigenen Geist natürlich. Und jetzt das quasi in der andere Richtung anzugehen und zu sagen, dass wir haben kein Recht auf Privateigentum. Das ist ziemlich clever, wenn man vorhat, auch die anderen Menschenrechte dann abzuschaffen, was man ja vorhatte. Und insofern kann ich da nur auf diesen Zusammenhang einmal hinweisen. Nun, was meinen Widerspruch angeht, die Rechte sind natürlich die Existenzbedingungen des Menschen. Wenn wir keine Grundrechte haben, dann könnte, ist mir ziemlich offensichtlich eigentlich, dann könnte ja ständig jemand unser Leben nehmen, unsere Freiheit nehmen. Wir könnten auf jeden Fall nicht leben. Vielleicht könnten wir überleben bis zu einem gewissen Grad, aber nicht als Mensch, nicht als rationales Wesen, das freie Entscheidungen trifft, das moralische Entscheidungen trifft. Wir hatten das bei Schiller, ich habe es ja erwähnt.
Wir könnten nur überleben als etwas anderes, als Tier vielleicht oder als Sklave, aber nicht als freier, rationaler Mensch. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind alle Inseln und unabhängig von anderen. Der Liberalismus, den ich ja vertrete, der hat damit nichts zu tun. Der sagt eben nur, wir sollten fair und frei miteinander umgehen. Wir müssten, wenn wir Inseln wären, ja nicht miteinander umgehen. Also könnten wir uns die ganzen Regeln des Liberalismus auch ersparen. Das hat damit natürlich nichts zu tun. Kommen wir nun zum reduktionistischen Materialismus. Ich selbst vertrete den nicht-reduktionistischen Materialismus oder den nicht-reduktionistischen Monismus. Beides besagt natürlich, es gibt nur die natürliche Welt, aber innerhalb dessen trifft man bestimmte Unterscheidungen und da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Laut dem reduktionistischen Materialismus kann man den menschlichen Geist herabreduzieren auf Gehirnvorgänge oder, das wird häufiger inzwischen vertreten, der menschliche Geist ist eine andere Abstraktionsstufe mit einigen neuen Eigenschaften, die ebenfalls aber aus Naturgesetzen letzten Endes und aus der physikalischen Welt hervorgeht. Ich sage eben, das sind unterschiedliche Phänomene. Wir wissen nicht genau, die gehören alle natürlich zur natürlichen Welt. Aber wie sie zusammenhängen, ist nicht ganz klar. Und man kann das eine nicht auf das andere reduzieren. Dafür gibt es natürlich eine ganze Reihe Argumente, um zwei der wichtigeren Argumente einmal kurz zu nennen. Es gibt in der Bewusstseinsphilosophie eine Diskussion um die sogenannten Qualia, das sind subjektive Sinneseindrücke. Meinetwegen der Geschmack einer Torte, also nicht der rein physiologische Geschmack quasi. Also was wir feststellen können, wie die Zunge funktioniert und dergleichen Dinge und die Nase. Sondern das subjektive Erleben, wenn wir einen Kuchen essen. Wie wenn wir Schwarzwälder Kirsch essen, dann schmeckt er auf eine bestimmte Art. Und er schmeckt verschiedenen Menschen auf vielleicht unterschiedliche Art. Manchen schmeckt er gar nicht. Also, diese Qualia, diese subjektiven Sinneseindrücke, haben ja nichts zu tun mit der grauen Masse in unserem Kopf, nicht offensichtlich jedenfalls. Einen gewissen Zusammenhang gibt es natürlich, weil das Gehirn unsere Verbindung ist zu der materiellen Welt, zu der rein materiellen Welt, also im Unterschied zur geistigen Welt, wenn man so sehen will. Und aber es ist eben nicht identisch. Also man müsste erklären können, wie eigentlich diese, was wir haben im Gehirn, sind chemische Prozesse, wir haben elektrische Nervenimpulse. Und wir haben ein Bündel von Nervenzellen. Was hat das alles zu tun mit dem subjektiven Gefühl, das entsteht, wenn wir eine Torte essen? Wie kommt das da hinein? Ich meine, das klingt vielleicht albern, aber so albern ist es überhaupt nicht, wenn man näher darüber nachdenkt. Das ist durchaus eine Frage, die stellt man sich seit 2500 Jahren und hat sie nicht beantworten können. Und da gibt es gar keine so offensichtliche Antwort. Ein anderes Argument wäre für meine Position die Intentionalität. Also das bedeutet, der menschliche Geist ist nicht rein kausal, sondern wir nehmen nicht nur etwas wahr und reagieren dann darauf, sondern wir bilden quasi Modelle von etwas, das wir sehen. Wir sehen ein Modell von einem Tisch in einem Raum, das wir aus bestimmten Informationen entwickeln. Es ist nicht rein kausal, dass hier ein Bild hineingeht quasi und wir reagieren dann darauf, so wie bei Tieren. Die sehen irgendwas zu fressen, dann laufen sie drauf zu und beißen rein. Der Mensch aber kann sich ja überlegen, esse ich das jetzt, esse ich das jetzt nicht, das kann sich das bewusst überlegen. Ich bin ja eigentlich schon zu fett, ich esse jetzt kein weiteres Stück Sahnetorte. Da passiert also etwas im Gehirn, ein Vorgang, der nicht eine reine kausale Kette ist, sondern, also kausal ist es schon. Das ist ein Problem, was ich war ja auch reduktionistischer Materialist, da habe ich gedacht, das wäre ja völlig unlogisch, das muss ja kausal sein. Es ist ja auch kausal, aber, also will heißen Ursache-Folge, aber wir quasi können mithilfe unseres Verstandes, wenn man so will, die Schalter umlegen zwischen verschiedenen kausalen Ketten.
wir können die Gründe für unsere Handlungen selbst auswählen und damit natürlich auch die Handlungen selbst auswählen. Bestimmte Phänomene kann man schwer anders erklären als so. Dann, die Tiere überleben automatisch, wäre ein weiteres Gegenargument gegen den reduktionistischen Materialismus. Die überleben mit Hilfe von Instinkten. Und sagen manche, ist aber bei Affen nicht so. Und dann kommen die mit Argumenten an, dass sich mir die Haare sträuben. Also man sagt zum Beispiel, Affen können ja, so ähnlich wie der Mensch, Werkzeuge herstellen. Und sie können zum Beispiel mit Stöcke irgendwie so ein bisschen zusammenspitzen und damit nach Termiten feilen. Und das ist ungemein beeindruckend für manche Leute. Und schaut mal, was die alles können. Da möchte ich jetzt aber mal an etwas erinnern, nämlich an die Tatsache, dass Vögel Nester bauen können und dass Nester erheblich komplexere Dinge sind als Stöcke. Und wer behauptet bitte, dass Vögel ein Bewusstsein hätten und noch dazu ein voluntaristisches Bewusstsein, einen freien Willen, obwohl sie etwas sehr, sehr viel Komplexeres entwickeln können als Affen mit ihren dämlichen Scheißstöcken? Ist das jetzt Wunschdenken oder hat er jemand eine Agenda oder was soll das alles? Ich verstehe es jedenfalls nicht. Dasselbe ist das, wenn wir sagen, Affen haben Kulturen. Affen verhalten sich leicht anders, wenn sie in einer anderen Affengruppe sind, in einer anderen ökologischen Nische, in Anführungszeichen, oder in einer anderen Region einfach. Schön, aber das gilt doch auch für alle Tiere. Auch verschiedene Vögelarten verhalten sich auch ein bisschen anders, wenn sie sich woanders befinden. Also, wie auch immer. Aber auch selbst wenn man das alles anerkennen würde, würde man immer noch erklären müssen, inwiefern Affen moralische Entscheidungen treffen können. Und außerdem, inwiefern wir natürlich mit Affen Verträge abschließen können. Inwiefern können wir eigentlich, was bringt es uns, sagen wir einmal, Affenrechte anzuerkennen? Inwiefern profitieren wir davon? Und natürlich, aus meiner Perspektive, müssten wir das ja universell begründen können, warum Menschen handeln sollen, wie sie handeln sollen. Und dafür müsste es in ihrem Interesse sein. Wie ist es jetzt in ihrem Interesse, Affenrechte anzuerkennen? Was bringt es denen? Was bringt es irgendeiner Kultur in Afrika, Affenrechte anzuerkennen? Warum soll die es machen? Und es gibt da natürlich Philosophen, die sagen, oh, das muss ich nicht begründen. Das sind einfach, die haben gleiche Interessen und die muss ich gleichermaßen anerkennen. Punkt. Wieso? Und darauf gibt es keine Antwort. Die sagen das einfach. Und ich sage eben, also ich kann alles begründen aus der Perspektive von dem rationalen Eigeninteresse. Mal angenommen, da kommen jetzt ein paar Piraten an, die zwar zweifelhafte Ansichten haben, die aber prinzipiell offen sind für rationale Argumente, dann kann ich den Piraten erklären, warum sie lieber mit mir handeln sollten, als mich zu bestehlen auf lange Sicht. Wir können also Verträge miteinander abschließen. Wir können sowas mit Affen nicht machen, weil sie das ja gar nicht verstehen, was wir ihnen sagen. Noch dazu kommt eben dieser Faktor, dass wir hier eine Einseitigkeit vorliegen haben. Wir müssen ihre Rechte anerkennen, die Affen müssen unsere Rechte aber nicht anerkennen. Die Affen können einfach eindringen in unsere Städte und unsere Sachen wegfressen, was in Indien zum Beispiel ein Problem ist. Wer für den Fall, dass jemand glaubt, das wäre irgendwo ein Problem oder sowas, das ist natürlich ein Problem. In einigen Städten in Indien oder auch anderswo, dass hier Tiere eindringen in die Städte und alles dort zerstören und wegfressen und die Leute nerven. Das liegt eben daran, dass wir keine Verträge, keine theoretisch nicht einmal abschließen können mit Tieren. Und das nebenbei erwähnt, ist eine der Gründe für die Menschenrechte. Aber wen interessiert's? Dann, der Mensch muss sich frei entscheiden zum Leben. Wir können nicht einfach nichts tun und dann erwarten, dass wir automatisch überleben, weil wir keine Instinkte haben. Wir haben natürlich gewisse Verhaltenstendenzen, die angeboren sind, aber auch da müssen wir uns dazu entscheiden, uns wirklich so zu verhalten. In den allermeisten Fällen, abgesehen vielleicht von Reflexen, wenn jemand mit einem Hammer auf unser Knie haut oder sowas, dass wir dann, auf so einen Nerv hier, dass wir dann gewissermaßen darauf reagieren. Das kann natürlich sein, aber abgesehen von solchen grundsätzlichen Dingen, dass wir meinetwegen atmen, aber auch den Atem können wir auch anhalten,
Aber dass meinetwegen bestimmte Körperfunktionen automatisch funktionieren, das ist ja geschenkt. Grundsätzlich aber müssen wir uns sogar zum Leben schon entscheiden. Welches andere Tier entscheidet sich zum Leben? Wir können auch aufhören zu essen, wir können in den Hungerstreik treten und einfach sterben. Das haben ja auch viele schon gemacht. Wir können uns in die Luft jagen, wir können tausend Sachen machen und wir haben auch schon tausend Sachen gemacht. Wir müssen nicht nur fruchtbare Nachkommen in die Welt setzen. Dass wir vielleicht so eine angeborene Tendenz haben, das zu tun, dass es uns irgendwie glücklicher macht. Vielleicht, wobei andererseits es Studien gibt, die aufzeigen, dass Kinder eigentlich gar nicht so glücklich machen. Aber okay, mehr ist aber auch nicht drin. Wir können auch sagen, ich liebe den Tod mehr als das Leben. Das sagen einige auch, zunehmend viele. Also, kurz gesagt, der Geist ist nicht auf den Körper zu reduzieren, obgleich ich nicht leugnen will, dass der Mensch evolviert ist. Das ist ja schon. Dann kommen wir zum nächsten Aspekt oder der nächsten Variante der Gegenaufklärung unserer Zeit. Der radikale Skeptizismus, auch eher ein Produkt der Aufklärung, leider. Also in der Aufklärung wurde auch die moderne Gegenaufklärung eigentlich ins Leben gerufen. In dieser Epoche, das ist so ein bisschen der Grund, warum auch die Aufklärung von manchen gleich ganz abgelehnt wird, finde ich ein bisschen überzogen vielleicht. Also man muss das natürlich unterscheiden, Aufklärung gegen Aufklärung. Dann radikaler Skeptizismus bedeutet, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Wissen ist unsicher. Es gibt auch die Variante, dass die Realität der Erkenntnis unmöglich ist, dass die Realität gar nicht existiert. Und der Konstruktivismus, die Realität wird vom Gehirn konstruiert. Mit anderen Worten, man könnte einfach einen Stecker in den Kopf stecken und eine andere Realität simulieren. Und auch Neurowissenschaftler sagen zunehmend, die Realität ist ja nur eine Simulation. Ich habe auch schon gesagt, es ist natürlich ein Modell. Es ist ja auch ein Modell. Aber na und? Es ist ja kein willkürliches Modell, was wir hier erzeugen. Das kommt ja hinein in den Kopf sozusagen oder in den Geist durch Sinneseindrücke, die aus der objektiven Realität gewonnen werden. Wir konstruieren die Modelle der Realität auf Grundlage von realen Erfahrungen, auf Grundlage der Realität. Zuerst kommt die Realität und dann kommt das Bewusstsein, das sie wahrnehmen kann. Anders funktioniert das nicht logisch. Nun, wie ich dem widersprechen würde, ist mit den Grundaxiomen des Objektivismus, die Existenz existiert, die Dinge sind, wie sie sind, und du weißt es. Wer meint, das ist nicht so, der soll mal versuchen, die zu widerlegen. Das erfordert nämlich deren implizite Akzeptanz. Man kann es einmal versuchen. Ich sage jetzt, die Existenz existiert nicht. Da müsste man sich natürlich die Frage stellen, wer hat denn das jetzt gerade gesagt? Ist das jemand, der nicht existiert? Wohl kaum. Dann sagt man, meinetwegen, ich weiß das durchaus nicht, dass die Existenz existiert. Und da schon hat man sein Bewusstsein bezweifelt, was aber notwendig war, um das gerade eben zu sagen. Und so geht es immer weiter. Es gibt keine Möglichkeit, diese Grundaxiome wirklich zu widerlegen, logisch zu widerlegen. Und empirisch geht auch nicht. Kann man aber gerne ausprobieren, viel Spaß. Dann, ja, nur sage ich noch ein bisschen was zu diesen Filmen. Also The Matrix ist eben die Idee, dass die Welt rein simuliert wäre, dass möglich wäre, sie zu simulieren. Das geht auf ein Gedankenexperiment zurück. Die Brain in a Vat, also das Gehirn in so einer Art von Flüssigkeit und dass sich quasi selber einbildet, es wäre jetzt in einem Körper und würde das alles wahrnehmen. Aber natürlich, um das alles so wahrzunehmen, brauchen wir ja einen Körper und die Sinnesorgane. Wir sind ja nicht nur ein Gehirn und wir brauchen auch die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben als ein solcher Körper. Wir müssen uns so bewegt haben in der Welt und alle diese Leute getroffen haben, um dann zu glauben, dies getan zu haben, um überhaupt in der Lage zu sein, uns so etwas überhaupt vorstellen zu können. Das sind so oberflächlich jetzt alles nur ein paar Einwände. Das ist ein sehr komplexes Argument, muss man natürlich sagen. Dann
was man da vorfinden kann, dann Doubt ist ein Film, der, von dem ich erst dachte, der wäre rein religionskritisch, der aber tatsächlich etwas ganz anderes aussagt, nämlich Zweifel an sich ist gut, wir sollen zweifeln, Punkt. Das heißt, wir sollen nicht an etwas zweifeln, das uns jetzt unplausibel vorkommt, sondern einfach nur zweifeln. Natürlich, jemand, der immer nur zweifelt, kommt sehr schnell in Schwierigkeiten. Wenn wir aufwachen und zweifeln daran, dass wir überhaupt hier sind, dass wir aufstehen sollen, dass wir arbeiten sollen, dann liegen wir halt da und verhungern. Oder liegen halt da und verdursten. Das wird sehr real so passieren. Das können wir intersubjektiv nachvollziehen und dann auch sehr subjektiv nachvollziehen, dass dies passieren wird. Also, das ist im Prinzip ein Angriff auf die Grundlagen unseres über unsere Überlebensmethode. Wir müssen davon überzeugt sein, die Realität erkennen zu können und in ihr leben zu können. Wenn wir das nicht sind, dann sterben wir. Wenn sich immer wieder denkt, die Realität ist nicht real, dann ist man nicht lebensfähig. Wir müssen ja Nahrung finden. Wir müssen ja irgendwie an Nahrung herankommen. Wir müssen uns in dieser Welt zurechtfinden können. Das funktioniert nicht. Und das ist natürlich auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Und gar nicht nötig, das anzunehmen. Nun zum radikalen Pazifismus. Das bedeutet die Ablehnung aller Militäreinsätze, alternativ die Ablehnung aller Gewalt. Und damit wäre die Selbstverteidigung unzulässig. Der Mensch wäre also kein Wert an sich, da er nicht einmal das Recht hat, sein eigenes Leben zu bewahren. Und dagegen würde ich einwenden, dass sich die Regierung dadurch legitimiert, dass sie die Grundrechte Leben, Freiheit und Eigentum schützt, weil sie zum Überleben notwendig sind. Wenn die Regierung diese Grundrechte systematisch verletzt, darf sie gestürzt werden und natürlich auch mit Gewalt, was ja nicht sehr unwahrscheinlich ist, dass dies notwendig wäre in einem solchen Fall. Dann, wir haben natürlich ein Recht auf Selbstverteidigung. Wir müssen uns nicht umbringen lassen. Also viel Spaß damit, das nachvollziehbar zu erklären, warum wir uns umbringen lassen sollen. Ich hoffe nur, dass nicht allzu viele Menschen am Ende davon überzeugt sein werden. Wenn wir alle Militäreinsätze ablehnen, dann werden wir halt von Aggressoren umgebracht, die an unsere Rohstoffe herankommen wollen. Oder die uns zu ihrem Glauben bekehren wollen. Und so einfach ist es im Prinzip. Und natürlich auch in puncto Kriminalität. Es gibt ja Räuber und Gangster, die unser Geld einfach nehmen möchten. Und wenn wir uns da nicht verteidigen können und dürfen, dann war es das eben. Und dann bricht die Gesellschaft zusammen. Auch hier gab es wieder solche, die gesagt haben, ja, und wie begründest du das jetzt? Oder du behauptest das einfach. Und was ist jetzt deine Begründung? Ich weiß wieder nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich meine, ist es nicht eher eine Art von seelischer oder psychischer Defekt, zu sagen, ich darf mich nicht selbst verteidigen? Ich muss mich umbringen lassen von irgendwelchen Gangstern. Das ist doch keine Philosophie. Das ist doch reiner Irrsinn. Das sagt doch kein Mensch. Kein halbwegs vernünftiger Mensch. Also, die ganze Ethik beginnt natürlich mit der Annahme, dass wir ein Recht auf Leben haben, dass wir, dass das Leben zumindest die Grundlage sein muss und unser Lebensglück, das damit zusammenhängt, die Grundlage sein muss der Ethik. Wenn wir das nicht haben, was soll denn die Ethik überhaupt sein? Was soll sie überhaupt machen? Wenn wir nicht einmal überleben dürfen, wenn wir morgen schon getötet oder überfahren werden dürften, wozu noch eine Ethik? Wozu überhaupt irgendetwas? Ich sehe nicht, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie sagen, begründe das. Was gibt's da noch zu begründen? Ich meine, wer bestreitet das? Leute, die uns umbringen wollen, weil sie an unsere Sachen heran möchten oder weil sie einfach Spaß daran haben, uns umzubringen. Und es gibt wahnhaftig Leute, die sagen, begründe doch mal, warum sie das nicht dürfen. Also, ich will ja jetzt nicht dogmatisch sein. Also wer jetzt wirklich der Meinung ist, ich individuell habe kein Recht zu leben. Ich persönlich entscheide mich dazu. Ich möchte gerne von irgendwelchen Gangstern erstochen werden. Ich halte euch jetzt nicht davon ab.
und viel Spaß damit. Aber das jetzt für andere Menschen nachvollziehbar zu begründen, das ist dann ja wohl eher eure Aufgabe, als es meine ist, zu begründen, warum sie sich nicht umbringen lassen müssen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und insofern gibt es dann auch Leute, die sowas fragen. Da bin ich dann mit meinem Latein aber irgendwann auch mal am Ende. Das gebe ich offen zu. Der radikale Feminismus. Hier geht es um die, ja, oder wie man heute nennt, eigentlich einfach Feminismus. Der ursprüngliche Feminismus natürlich im 18. Jahrhundert hatte als Aufgabe, das damals noch halbwegs real existierende Patriarchat zu bekämpfen, damit Frauen ebenso berufstätig werden können, damit sie ebenso ein selbstbestimmtes Leben führen können, unabhängig von ihren Männern. Sie möchten eben selbst auch Rechte haben und auch selbst ein Recht auf Eigentum haben und ein Recht, Unternehmen gründen zu dürfen. Das war ja alles schön und gut. Dagegen kann man schwer argumentieren, denke ich. Zumindest nicht, wenn man dieselben philosophischen Grundannahmen hat wie ich. Und insofern schön, aber der radikale Feminismus aus unserer Zeit oder einfach nur noch Feminismus sieht anders aus. Auch hier wurde ich natürlich davon in Kenntnis gesetzt, dass man heute ja ganz andere Diskurse führe in den feministischen Regionen als diese, aber wenn man sich die Websites von Feministen so ansieht, da steht das eigentlich so drauf, dass sie Männer für Vergewaltiger halten würden und für Kriegstreiber. Wenn es auf der Welt nur Frauen gäbe, dann wären wir alle friedlich und kooperativ. Tja. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal näher hin. Die Männer sind zwar solche, die sich mehr streiten und in Anführungszeichen weniger sozial sind, aber sie haben halt auch Ideen, die sie gerne konfrontativ verteidigen, und einige dieser Ideen haben zu großen Fortschritten geführt, darunter natürlich der Feminismus und die Gleichberechtigung von Frauen. Es gab natürlich auch Frauen, die da das so mitgemacht haben. Die wurden dann übrigens, Mary Wollstonecraft und so weiter, als Männer verschrien. Man hat ihnen vorgeworfen, sie sind Monster eigentlich, weil sie sagen, dass Frauen essentiell so sein sollen wie Männer. Und ironischerweise waren sie in gewisser Weise wie Männer, weil sie ja diese radikalen Ideen so unsozial quasi vorgebracht haben. All das sieht man mal, wie sich das alles selbst schön widerlegt. Ja, dafür sind Männer auch ein bisschen da. Wenn alle nur sozial sind und alle nur den anderen zustimmen, egal ob sie recht haben oder nicht, einfach nur aus Eigeninteresse in Anführungszeichen oder aus kurzsichtigem Eigeninteresse, dann entwickelt sich niemals irgendwas weiter. Ich meine, in der islamischen Welt ist das wirklich ein Problem auch. Diejenigen, die da Frauen unterdrücken, sind nicht nur Männer, das sind auch eben auch Frauen. Diejenigen, die zwangsverheiraten, das sind ja Mütter, die dazu stark beitragen. Und die, die sich zwangsverheiraten lassen, manchmal natürlich nicht unbedingt ganz freiwillig, sind eben Frauen. Also, die machen da mit. Und so sozial ist das nicht in der islamischen Welt. Und wenn da Ehrenmorde gemacht werden und Frauen zerhackt werden, weil sie den hässlichen Onkel nicht heiraten wollen, dann sind da Frauen beteiligt, die da still dabei sitzen und die dem zustimmen. Also, das sind nicht alles Männer. Männer sind nicht einfach nur die Bösen hier. Frauen und Männer existieren zur selben Zeit in einer Gesellschaft miteinander. Das kann man nicht trennen. Nun, der Feminismus möchte gerne Männer diskriminieren, indem er Quoten einführt für leitende Positionen. Ich habe da eigentlich einen Einwand gebracht in der Vorlesung, hat aber niemanden irgendwie interessiert dann im Nachhinein. Ich habe gesagt, warum gibt es keine Quoten für das Militär, wo absolut überwiegend Männer natürlich beteiligt sind, die sich umbringen lassen müssen auf dem Schlachtfeld? Warum gibt es keine Quoten für die Müllabfuhr?
Überwiegend arbeiten natürlich Männer für die Müllabfuhr. Warum nicht für das Gefängnis? Überwiegend sind Männer Gefangene. Warum nicht für die Obdachlosigkeit, wo überwiegend Männer auf der Straße leben und nicht Frauen? Warum nicht für den elektrischen Stuhl, wo doch überwiegend Männer umgebracht werden, weil sie einen Mord begangen haben? Also, warum gibt es dafür jetzt keine Quoten? Und das scheint man nicht so als gutes Argument angesehen zu haben. Ich weiß nicht warum. Das ist doch ein gutes Argument. Denn man fragt nach Quoten für all die Bereiche in der Gesellschaft, wo die schön sind, in Anführungszeichen, oder so wahrgenommen werden, leitende Positionen in Unternehmen und in der Politik. Da will man Quoten. Man will aber keine Quoten dort, wo überwiegend Männer auch beteiligt sind, wo es aber nicht so schön ist. Wie Militär halt. Also ist doch vollkommen offensichtlich, dass hier nur jemand an schöne Positionen herankommen will, ohne die notwendige Leistung zu bringen. Also wenn es da ein Patriarchat gibt, das den Frauen, die Frauen davon abhält, aufzusteigen, so gibt es aber auch ein Patriarchat, das die Frauen davon abhält, sich in Kriegen umbringen zu lassen. Und es gibt auch ein Patriarchat, das dafür sorgt, dass Frauen zum Beispiel weniger hart bestraft werden für dieselben Verbrechen. Es gibt ein Patriarchat, das dafür sorgt, dass nicht so viele Frauen ins Gefängnis kommen oder obdachlos sind, wie schon gesagt, dass sie nicht so viele Frauen bei der Müllabfuhr arbeiten müssen. So ein Patriarchat gibt es auch. Also wenn natürlich jemand hier für die totale Abschaffung dieses Patriarchats auch ist, dann wäre es natürlich nur fair. Ne? So was gibt es aber nicht. Nun, zu der Sache von wegen, Männer wären die Kriegstreiber und die Frauen die ganz harmlosen Sozialwesen. Der Attila hatte natürlich Frauen, ja. Hitler hatte Eva Braun und weitere weibliche Fans. Mao Zedong hatte weibliche Anhänger, massenhaft sogar. Die haben sich von ihm absichtlich mit Geschlechtskrankheiten anstecken lassen, weil es eine Ehre war, für den großen Führer hier, von dem großen Führer befleckt worden zu sein. Also, Frauen waren mittendrin, das ist ganz klar. Frauen waren auch selber ein Mordmotiv. Man hat gemordet, um an Frauen heranzukommen. Sonst hätten die Männer ja gar nicht so oft gemordet. Ferner, die Geschlechter, so wird von den radikalen Feministen behauptet, die Geschlechter wären geistig identisch. Wir sind aber nicht geistig identisch. Man hat diese Experimente gemacht. Man hat zum Beispiel Frauen und Männer erst einmal gleich aufgezogen, die Kinder, und dann hat man den Frauen Jungspielzeug gegeben. Und den Jungs hat man Mädchenspielzeug gegeben, das haben sie dann getauscht, sofort. Damit die Männer, die Jungs, wieder ihre Autos hatten und die Frauen, die Mädchen, ihre Puppen. Sowas kann man eigentlich nur bezweifeln, wenn man irgendwie die ersten 30 Jahre auf dem Mars oder in der Universität gelebt hat und nicht in der realen Welt. Dann natürlich ein weiteres Argument gegen radikalen Feminismus. Er führt zu gegenseitigem Misstrauen. Er führt dazu, dass Frauen nur noch Gelegenheitssex haben, um ihr Ego hier zu kletten als selbstbestimmte Frauen. Und Männer haben Angst vor Frauen, weil sie ja jederzeit angezeigt werden können, weil sie alle Vergewaltiger sind. Und sexueller Missbrauch, der wird überall gewittert. Und das habe ich schon selbst beobachten können. Es ist nur noch unglaublich teilweise. Auf der Basis wird das nicht mehr lange so weitergehen. Auf die eine oder andere Weise wird sich da was verändern müssen. Dann leben wir eben alle sozial isoliert, dann werden wir eben wirklich zu Inseln. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die es de facto gibt und die von eigentlichen Sexualaufklärern durchaus kritisch hinterfragt wird, dann werden wir alle einfach nur noch World of Warcraft spielen und ihr könnt uns mal. Ich meine, wenn ihr immer so sagt, wir sind nur Kriegstreiber, Vergewaltiger und wir machen hier nur sexuelle Belästigung, dann fickt euch selber, mit Verlaub. Also, aber viel Spaß damit. Ich meine, es ist auch nur einer von vielen Aspekten der westlichen Selbstzerstörung. Die Alternativmedizin ist dann schon eher etwas, wo man sich wieder heimisch fühlen kann als Aufklärer.
das sind nicht die Dämonen, die man selbst gerufen hat, sondern wo Aufklärer schon immer selbst dagegen argumentiert haben. Hier 76% der Deutschen halten die Alternativmedizin für wirksam. Kommt vielleicht ein bisschen drauf an, was sie damit meinen, aber es ist schon zu befürchten, dass sie durchaus meinen, dass sie eine physische Wirkung hätte. Alternativmedizin ist Homöopathie und Akupunktur. Zum Beispiel, jemand hat den Einwand gebracht, Akupunktur wirkt erwiesenermaßen. Dazu kann ich nur antworten, kommt darauf an, was man jetzt darunter versteht. Die Akupunktur wäre eigentlich verbunden mit einem bestimmten Weltbild, laut dem es Lebenslinien gibt, die durch den Körper fließen, und an diesen bestimmten Linien muss man die Nadeln ansetzen. Das ist eigentlich Akupunktur. Jetzt hat man herausgefunden, dass es egal ist, wo man die Nadeln reinsteckt und dass diese Heilwirkung auch so eintritt, egal wo man sie reinsteckt. Laut einigen Studien liegt sie über dem Placebo-Effekt ein bisschen, aber die GWOP argumentiert, dass es eigentlich liegt an den Studien, es ist eigentlich Placebo-Effekt, das denke ich auch. Das ist nämlich einfach völlig logisch unverständlich, warum das anders sein sollte, und wenn man es sich genauer ansieht, dann ist dann halt auch nichts mehr viel dran. Unbedingt. Ich bin natürlich kein Mediziner, aber na und? Ich kann mir diese Sachen auch durchlesen und mich damit befassen und sie kritisch kommentieren. In der Werbung klingt das alles ganz anders. Dort heißt es, dass es ganzheitliche Medizin, natürlich persönliche Fürsorge, keine Schulmedizin, keine Gerätemedizin oder Chemie. Das würde ich kommentieren wollen. Ganzheitlich bedeutet so ähnlich wie die persönliche Fürsorge, da spricht der Arzt eben länger mit den Patienten und hört sich an, was sie so für Probleme haben. Das sollten sie sich vielleicht lieber ein paar Freunde mal besorgen, wenn sie sowas möchten. Warum muss dafür jetzt der Beitragszahler aufkommen, wenn jemand keine Freunde hat? Sehe ich nicht ein. Denn von wegen natürlicher Medizin, es gibt auch natürliche Gifte. Es gibt ja Fliegenpilze zum Beispiel. Also was ist ein natürlich gut? Gar nichts ist ein natürlich gut. Dass wir uns von der Natur emanzipiert haben, ist gut. Dass wir die natürlichen Gifte erkannt haben und sie nicht mehr einfach essen. Dann, dass wir, es wäre keine Schulmedizin. Natürlich ist die Schulmedizin die Medizin. Die ist im 18. Jahrhundert auch entstanden allmählich. Im 20. Jahrhundert gab es die größten Fortschritte. Das sind Dinge, die nachweislich natürlich funktionieren. Wir können Krebs behandeln, wir können Dinge behandeln, die kann man unmöglich behandeln mit so ein paar Zuckerkugeln. Die Gerätemedizin ist dasselbe Phänomen. Ich meine, früher, vor nur 100 Jahren, sind unzählige Frauen einfach bei der Geburt ihres Kindes gestorben, oder sie sind die Kinder sind vorher gestorben. Wir sind lange nicht 100 Jahre alt geworden, wie heute es oftmals der Fall ist. Wir sind die größte Zeit eigentlich des menschlichen Daseins nur so 30 bis 40 Jahre alt geworden. Und es liegt natürlich an der Chemie und an der Gerätemedizin und an der Schulmedizin, dass wir heute sehr viel älter werden. Und an der verbesserten Ernährung, versteht sich. Also, wenn jemand meint, er kommt ohne Schulmedizin aus, und wenn er mal sich irgendwie aus Versehen einen Unfall hat zum Beispiel und sein Arm wird abgerissen und er glaubt, er kann das durch natürliche Salben heilen und durch Zuckerkugeln, dann soll er das machen und dann haben wir einen weniger. Dann, wie schon gesagt, das ist maximal Placebo. Ich kann jetzt natürlich nicht alle Studien im Detail erklären, die aufzeigen, warum das nur Placebo ist. Wie schon gesagt, muss man sich selber halt mal informieren. Ich etwa auf der Website der GWOP, die Skeptiker befassen sich damit. Es gibt viele gute Bücher zu dem Thema. Stiftung Warentest leider hat ja ein Buch herausgebracht und geht ein bisschen in die Tendenz, in die Richtung, das zu relativieren. Und wieder ein Argument für die freie Marktwirtschaft und gegen staatliche Einmischung. Wenn sie einen nur noch auf dieses Niveau begeben, dann brauchen wir keine Stiftung Warentest mehr. Das ist ja wohl der Hammer. Dann, diese Dinge sind mit irrationalen Weltbildern verknüpft. Ich habe ja schon diese Lebenslinien erwähnt, das könnte man noch ewig weiter ausführen. Traditionelle chinesische Medizin. Das ist
abgedrehtes Zeug. Aber okay, wer es glauben will, soll es glauben, aber dafür bitte selber zahlen und das Risiko selber tragen. Das Zelt gilt nicht so im Falle von Kindern, wo die Eltern eine Sorgepflicht haben. Da gibt es dann eben die Möglichkeit, dass eine mangelnde medizinische Verpflegung der Kinder entsteht oder auch Missbrauch und Vernachlässigung. Und diese Dinge sind natürlich strafbar und berechtigterweise. Also wenn jemand meint, wenn das Kind irgendwie eine Infektionskrankheit hat und daran stirbt, dann und alles, was man dagegen gemacht hat, sind ein paar natürliche Salben aufgetragen und ein paar Zuckerkugeln gegeben, dann sollte man dafür ins Gefängnis kommen und ich hoffe, so lange wie es irgendwie geht. Das ist vielleicht nicht böse gemeint gewesen von den Eltern, aber wenn sie sich nicht einmal darüber informieren, was da funktioniert und was nicht funktioniert, und wenn sie auf diese Werbesprüche reinfallen, ganzheitlich, natürlich, persönliche Fürsorge, dann haben sie eigentlich auch nichts anderes verdient, als die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen. Ich habe sie jedenfalls gewarnt und ich habe gesagt, wo man sich informieren kann, selber schuld, wenn man es nicht macht. Ich sehe es nicht mehr ein. Dann kommen wir zum Ökologismus. Das ist die radikale Variante des Umweltschutzes, die im Grunde mit einer Ideologie verbunden ist. Das ist kein reiner Umweltschutz, wo ja nicht per se was zu sagen ist. Man sagt, der Mensch soll die Natur nicht beherrschen, sondern sich in die Natur integrieren, wie so eine Art Grashalm. Wir sollen den Planeten schützen, und zwar vor uns selber. Die Tierrechte gehören hier in den Ökologismus rein und die Ablehnung von Gentechnik auch. Sich mal über Gentechnik informiert, stellt fest, es ist nur die perfektionierte Art der Züchtung. Züchtung machen wir schon seit vielen tausenden Jahren. Jetzt können wir das effektiver, besser, sicherer, genauer machen. Und das ist Gentechnik. Was anderes ist nicht Gentechnik. Das ist alles. Mehr ist nicht dran. Tierrechte habe ich schon einsatzweise darauf eingegangen. Mal allgemein gesagt, der Mensch überlebt durch die Beherrschung der Natur. Während Tiere verdursten in einer Dürre, bauen wir Bewässerungsanlagen. Wir haben immer genug Wasser. Das wird gar nicht mehr geschätzt, was wir alles haben in unserer Zivilisation. Während Tiere einfach ertrinken, bauen wir Dämme. Während Tiere nur in den Wäldern leben und davon abhängig sind, pflanzen wir Wälder an und nutzen sie für uns selbst. Wir bauen Kläranlagen, um unser Wasser zu säubern. Wir müssen nicht eingehen, nur weil das Wasser verseucht ist, was auch übrigens auch ohne den Menschen verseucht war. Ich meine, früher waren fast alle Gewässer, oder nicht fast alle, aber ziemlich viele, auf natürliche Weise verseucht worden. Also, oder die Landwirtschaft zum Beispiel, wir sind absolut abhängig von der Landwirtschaft. Wir müssen Landwirtschaft betreiben, wenn nicht können wir 6 Milliarden Menschen nicht ernähren. Irgendwie das Ganze ist so die Ideologie von Poison Ivy aus Batman, oder? Diese Pflanzenlady, die den Menschen hasst und die die Natur liebt und ihre Pflanzen gerne gegen den Menschen verteidigen würde. Das ist eigentlich so diese Ideologie. Nihilismus, nur eine der vielen Varianten des Nihilismus und des Menschenhasses. Ja, das andere habe ich da schon erwähnt in diesem Bereich. Nun zuletzt, wer bin ich und was mache ich? Wie man bereits gemerkt hat, ich mache frustriert sein angesichts der westlichen Selbstzerstörung und des Irrationalismus auf der Welt. Ich mache eben Aufklärung. Das eben war natürlich ein etwas plakativer Vortrag, wo ich ganz allgemein auf diese grundsätzlichen Dinge einmal eingegangen bin. Man kann über jeden Einzelaspekt ganze Vorträge halten, eine ganze Vortragsreihen. Man kann viele Bücher schreiben nur über Alternativmedizin. Man hat das natürlich auch gemacht. Das ging jetzt in dieser kurzen Vorstellung dieser Themen natürlich nicht. Also ich jedenfalls schreibe aktuell Bücher. Ich habe schon 4 davon veröffentlicht. Das erste, das Prometheus-Trio, die Invasion. Darin vergleiche ich das Christentum mit einem UFO-Kult und komme zum Ergebnis, dass der UFO-Kult noch ein bisschen rationaler ist als das traditionelle Christentum. Das ist das erste und einzige religionskritische Jugendbuch.
und insofern mal wieder was ganz Neues. Sarah, führen Sie die Aufklärung ein, ist meine Abschlussarbeit. Daran befasse ich mich mit dem Verhältnis zu Aufklärung und Romantik am Beispiel von E.T.A. Hoffmann. Und Ist der Wald endlich tot ist eine Sammlung von satirischen Schriften gegen die Gegenaufklärung. Terry Rotter und das Feuer der Freiheit ist eine Harry Potter Parodie, wo ich eben gegen moralischen Relativismus und für einen Kampf um die Freiheit schreibe. Der Westen, ein Nachruf, wird mein nächstes Buch sein, auch mein längstes Buch. Und da habe ich einige auch beachtliche Gastautoren wieder gewinnen können. Es geht wieder einmal gegen die Gegenaufklärung, für die Aufklärung. Ich werde auch auf die Geschichte der Menschenrechte eingehen. Auf einige der Dinge, die ich hier kurz angeführt habe, werde ich etwas ausführlicher eingehen. Und auch viele andere Themen. Das ist ein ziemlich langes Buch, über 300 Seiten, wie schon gesagt. Das dürfte so im Mai herauskommen, wenn alles glatt läuft.